Hallo, ich melde mich heute wieder aus dem Homeoffice. Aufgrund der Corona-Krise kommt es zu vielen Veränderungen. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit verunsichern. Nicht wenige müssen jetzt einen Hartz-IV-Antrag stellen. In diesem Video erkläre ich, wie Sie online ganz einfach einen solchen Antrag erstellen können. Zunächst gehen Sie im Internet auf die Webseite hartz-iv-widerspruch.de. Dort dann auf Hartz-IV-Anträge und wählen den Punkt Hartz-IV-Antrag. Dann gehen Sie auf Antrag online erstellen, füllen die Felder aus und beantworten ein paar Fragen. Hierbei gibt es einige Besonderheiten. Kommen wir zunächst zur Frage, ab wann möchten Sie Leistung beziehen? Warum ist das Startdatum entscheidend? Hierbei ist wichtig, dass das Jobcenter die Hilfebedürftigkeit nur prüft ab dem Beginn des Kalendermonats, in dem der Antrag gestellt wird. Werden Leistung erst ab einem späteren Zeitpunkt begehrt, sollte dies daher angegeben werden. Für vergangene Kalendermonate können keine Leistung begehrt werden. Allerdings ist ein im vergangenen Kalendermonat gestellter mündlicher Antrag beachtlich. Hier müssen Sie allerdings die Antragstellung nachweisen können. Kommen wir zur Frage, ob Sie Leistung nach § 2 oder § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes beziehen. Ist dies der Fall, dürfen Sie nämlich keinen Anspruch mehr auf Hartz IV geltend machen. Zuletzt eine Erklärung zu der Frage, ob Sie außerdem Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben beantragen wollen. Hier geht es um Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Also beispielsweise Pauschale für Schulbedarf oder Leistung für die Mittagsverpflegung. Alle Leistungen für Bildung und Teilhabe bis auf die Leistung für Lernförderung gelten mit dem allgemeinen Leistungsantrag grundsätzlich als mitbeantragt. Um dem Jobcenter aber keine Grundlage zu bieten, von diesem Grundsatz abzuweichen, sollten Bedarfsgemeinschaften mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der oben genannten Frage im Zweifel angeben, dass diese Leistung mitbeantragt werden soll. Zuletzt klicken Sie dann auf Antrag erstellen. Jetzt wird der Antrag quasi automatisch erstellt und Ihnen als PDF per E-Mail zugesendet. Dann müssen Sie den Antrag nur noch unterschreiben und an das Jobcenter schicken. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat Ihnen geholfen, einen Hartz-IV-Antrag zu erstellen. Dann denken Sie doch daran, unseren Kanal zu abonnieren und bleiben Sie auf jeden Fall gesund und wenn es irgendwie geht, zu Hause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr Dr. Philipp Hammerich.